Hallo ihr Wundervollen, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Heute soll es um das Thema Me-Time gehen und warum ich finde, dass sie so essentiell wichtig ist und wie ihr die vielleicht ein bisschen besser in euren Alltag einbauen könnt oder integrieren könnt. Also ich finde, Me-Time, das ist ja so die Zeit für sich selbst, wo man auch alleine ist, nur was für sich macht. Ich finde die unglaublich wichtig. Das habe ich in den letzten Wochen und Monaten extrem gemerkt. Matthias und ich haben viel intensiver zusammen gearbeitet die letzten Monate, als es davor der Fall war. Haben auch weniger woanders gearbeitet, mehr zu Hause, mehr an unseren eigenen Sachen, weil es einfach gut läuft und weil es Spaß macht und weil es schön ist. Und wohnen natürlich zusammen und sind somit permanent zusammen. Natürlich ist es vielleicht nicht bei jedem der Fall mit dem Partner, aber man hat ja auch Phasen, wo man dann zusammen im Urlaub ist oder zusammen auf eine Reise geht. Oder einfach so, ne, dass man viel zu tun hat und abends sich dann tagsüber in der Arbeit ist, abends sieht man sich zu Hause und die Zeit für sich alleine bleibt irgendwie auf der Strecke. Und ich finde die Zeit wahnsinnig wichtig. Und zwar finde ich die Me-Time einfach so wichtig, weil das eine Zeit ist, wo wir komplett loslassen können, wo wir überhaupt keine Erwartungen erfüllen müssen, weil irgendeine Erwartung ist immer irgendwie im Raum von einer anderen Person oder man denkt, da ist eine Erwartung im Raum, man selber hat Erwartungen an eine andere Person und wenn man alleine ist, dann ist da gar keine Erwartung, ne? Dann ist man nur alleine. Ich meine natürlich so eine Erwartung im Kopf vielleicht, der erwartet jetzt, wenn er in der Arbeit ist, dass ich in der Zwischenzeit das und das zu Hause mache, aber man ist ansonsten komplett alleine. Man kann einfach loslassen und man kann dadurch, dass da keinerlei Erwartungen sind, dass da keinerlei Feedback auch ist, oh, das hast du toll gemacht oder, ne, es ist ja ständig irgendwie ein Kontakt da, ständig irgendeine Konversation, irgendein Feedback, wenn man eben mit anderen Leuten zusammen ist und wenn das mal wegfällt, dann ist das Tolle, dass man wirklich zu seinem Ursprung zurückkommt, zu dem, was man wirklich ist, wer man ist, was einem Freude macht, weil irgendwie die Seele total loslassen kann. Und natürlich bin ich, wenn ich mit Matthias zusammen bin, wir kennen uns so unfassbar gut, jetzt nach fast 8 Jahren, natürlich bin ich dann irgendwie, bin ich auch sehr entspannt bei ihm und kann ich selbst sein. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man komplett alleine ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, allein sein zu können und auch allein zu sein. Und wenn man das nicht kann, das vielleicht auch ein bisschen zu üben. Und für mich persönlich, ich kann nur von mir sprechen, ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich einen Tag die Woche für mich alleine habe, wo ich auch vor allem aufgepasst in der Wohnung alleine bin. Natürlich kann ich Me-Time und jeder von uns kann Me-Time immer praktizieren, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde allein spazieren, ich gehe allein ins Fitnessstudio, irgendwie sowas. Das ist natürlich auch eine Art von Me-Time. Ich persönlich finde aber die Me-Time total wichtig, die man nur in den eigenen 4 Wänden hat. Denn selbst wenn ich draußen im Fitnessstudio bin zum Beispiel, dann sind da andere Menschen, die mir in irgendeiner Art ein Feedback geben, wo ich nicht komplett alleine bin, unbeobachtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich gerne alleine und so einen Tag die Woche alleine in der Wohnung, das ist so für mich komplette Seelenregeneration und das ist ganz, ganz wichtig und dann freue ich mich unglaublich wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und auch mit Matthias in Kontakt zu sein. Das tut der Beziehung gut, das tut den Beziehungen zu verschiedenen Menschen sehr, sehr gut und für mich persönlich ist es auch voll wichtig, das auch anzusprechen in der Beziehung, das auch sagen zu können und das heißt nicht, dass man den Partner ablehnt, aber dass man auch ruhig mal sagt, du, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich tue das auch für uns, damit wir uns dann wieder gut verstehen, aber ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sei es jetzt auch, wenn man auf Reisen ist, dass man vielleicht sagt, hey, ich bleibe jetzt hier ein bisschen im Bungalow alleine oder natürlich muss man sich da ein bisschen arrangieren, dass man sagt, ich gehe jetzt mal alleine an den Strand oder sowas und versuche da meine Me-Time zu haben. Finde ich unfassbar wichtig. Auch was ich gerne mache, ist alleine auch essen gehen oder was trinken gehen oder sowas. Also einen Kaffee trinken zu gehen, ein Stück Kuchen essen zu gehen. Ich weiß nicht, mich würde es voll interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr alleine einfach aus der Lust heraus was essen gegangen seid oder irgendwo in ein Café gegangen seid mit einem guten Buch oder sowas. Habt ihr das mal gemacht? Dann schreibt es mir in die Kommentare und wenn nicht, warum nicht? Und dann ist das
meine Aufgabe, die ich euch jetzt einfach mal für nächste Woche mitgebe. Geht einmal alleine etwas essen oder einen Kaffee trinken. Einfach nur für euch. Nehmt euch diese Zeit ganz bewusst. Finde ich nämlich auch total spannend. Da kann man das Essen manchmal nochmal ganz anders genießen, wenn man so für sich alleine ist. Macht ganz viel Spaß. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Und das ist auch was. Und ich finde, das ist einfach so wichtig, weil wisst ihr, am Ende des Tages, die Verbindung, die wir wirklich haben, ist nur die zu uns selbst. So schöne Beziehungen wir auch führen, so wundervolle Beziehungen zu Menschen, zu Dingen vielleicht auch, vielleicht tiefgründige Beziehungen, Liebesbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Das ist alles wunderschön. Aber am Ende des Tages ist die einzige wirkliche Beziehung und die wirklich wichtige und die, die uns bleibt, die zu uns selbst. Und wenn wir zu uns selbst eine gute Beziehung haben und eine Balance in uns haben, dann können wir noch viel, viel schönere Beziehungen zu anderen Menschen führen. Und da ist ein gesunder Egoismus super wichtig. Der Egoismus, der einfach sagt, Moment, stopp, ich war jetzt 5 Tage die Woche in der Arbeit, wir haben uns jeden Abend auch noch gesehen, diesen einen Tag brauche ich jetzt nur für mich. Und sich da auch mit seinem Partner absprechen, zu sagen, vielleicht gehst du heute zu einem Kumpel, dafür gehe ich morgen zu einer Freundin und du hast morgen die Wohnung für dich. Aber auch in WGs, ne, dass man da auch sich abgrenzen kann, wenn man in WGs wohnt, dass man auch wirklich sagt, nee, ich, heute Abend möchte ich einfach nur in meinem Zimmer alleine sein. Dass man sich in Urlauben abgrenzen kann, auch wenn man vielleicht als Gruppe Urlaub macht, dass man sagt, ich finde es voll schön, aber heute will ich was für mich machen. Und dass man sich das selbst auch wert ist und dass man das übt, wenn man das noch nicht kann, dass man das wirklich übt, so ein bisschen mit sich zu sein, mit seinen Gedanken, mit einfach nur mit sich. Und das so sehr genießt, die Beziehung zu sich selbst. Das wollte ich euch heute mitgeben. Ich habe heute einen Me-Time-Tag und ich freue mich wahnsinnig. Ich weiß noch gar nicht, wie der genau aussehen wird, aber ich freue mich total drauf. Und ich freue mich einfach auch allein schon auf das Gefühl, wenn ich morgen aufwache, weil ich weiß, dass mir das so gut tut, dass das wie so ein Reset-Knopf ist, wenn ich mal komplett für mich bin. Das waren meine Gedanken zu dem heutigen Tag. Ich freue mich über eure. Schreibt es mir in die Kommentare und als Aufgabe geht alleine essen oder geht alleine was trinken, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dann!